Wenn ich gerade das Glück hat, reich geerbt zu haben und von dem Ertrag seines Vermögens leben kann, ist auf eines angewiesen: seine Arbeitskraft. Unweigerlich taucht früher oder später die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn ich nicht oder teilweise nicht mehr arbeitsfähig bin? Der Wunsch, für diesen Fall abgesichert zu sein, ist eben naheliegend. Und so stellt sich die Frage, brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Darüber wollen wir heute mit Philipp Wenzel sprechen, Experte für Berufsunfähigkeitsversicherung bei Maklerpool Fondsfinanz. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 16. Juli. Jan, wann hat sich für dich erstmals die Frage nach der Berufsunfähigkeit gestellt? Na, wirklich schon lange Zeit bevor. Nein, im Spaß. Also, so lange beschäftigt man sich damit ja nicht. Meist dann erst, wenn irgendwas passiert. Das war bei mir jetzt glücklicherweise bisher nicht der Fall, dass ich irgendwie einen Unfall hatte oder ähnliches. Insoweit würde ich sagen, ist das fast für eine Berufsunfähigkeit so der klassische Fall, dass man sich damit erst beschäftigt, wenn es zu spät ist. Oder ist es bei dir anders? Nee, ganz richtig. So als Schreibtischtäter, denke ich, ist es aber so, dass man da in jungen Jahren, denke ich, nicht so dran denkt. Bis so zu dem Punkt, wo dann die Kopf- und die Rückenschmerzen zunehmen und auch nicht mehr so richtig aufhören wollen und man so Bewegungseinschränkungen vielleicht merkt oder sowas. Also ich persönlich habe Glück, dass es über eine betriebliche Altersvorsorge die Berufsunfähigkeit drin war. Denn wirklich nachgedacht, ganz ernsthaft, habe ich eigentlich erst bei meinen Kindern über Berufsunfähigkeit, gar nicht über mich selbst. Ja, das ist verständlich. Da hat man nochmal eine andere Perspektive auf das Leben, auf vieles andere auch. Hoffentlich viele gute, positive Sachen auch, aber eben auch sowas, was im Ernstfall dann passieren kann. Da taucht dann so der Gedanke auf. Rechtzeitig vorsorgen ist allerdings meist die bessere Möglichkeit. Ja, ob das so ist, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung ist und wie man das am Ende am allerbesten anstellt, genau das wollen wir jetzt von Philipp Wenzel wissen. Lieber Herr Wenzel, ich freue mich heute, dass Sie heute Gast bei uns im Podcast sind. Schön, hier zu sein. Ja, Berufsunfähigkeit, auch so in Zeiten von Bürgergeld gilt ja immer, die eigene Arbeitskraft ist wohl das Wichtigste, wenn es darum geht, so den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und den eigenen Lebensstandard zu sichern, zu definieren. Wie gravierend ist das Problem Berufsunfähigkeit in Deutschland eigentlich so insgesamt? Also es betrifft auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen. Wenn du kein Millionär bist oder schon vom Bürgergeld lebst, dann ist es wichtig für dich. Ich sage immer grob, wenn du von deinem Arbeitseinkommen lebst, dann musst du das auch absichern, weil du ohne nicht leben könntest, beziehungsweise genau genommen, wenn du nicht von 40% deines Einkommens leben kannst, weil das ist ungefähr die Höhe von Erwerbsminderungsrente, dann hättest du in dem Fall ein Problem und musst es absichern. Mhm. Welche Berufsgruppen sind denn eigentlich besonders betroffen? Also hier gibt es eine einfache Antwort, die tendenziell ein bisschen falsch ist, und eine richtige Antwort, die ein bisschen ausführlicher ist. Grundsätzlich betrifft es natürlich Handwerker mehr als Akademiker, weil Handwerker schneller eingeschränkt sind in ihrem Beruf. Also angenommen, ein Uhrmacher hat einen leichten Tremor in der rechten Hand, dann ist er schon berufsunfähig, während ein Akademiker damit weiter dozieren oder eben sein Zeugs im Büro machen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass tatsächlich gut 50%, je nach Statistik ein bisschen unter oder über 50% der Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeitsversicherung durch Krebs oder psychische Erkrankungen ausgelöst werden. Und angenommen, man hat jetzt eine Depression, dann ist es komplett egal, in welchen Job du nicht gehen möchtest, weil du nicht aufstehen willst in der depressiven Phase. Und deswegen bist du da auch, wenn du Akademiker bist, auf jeden Fall berufsunfähig wegen psychischer Erkrankungen. Bei Krebs ist es auch so. Und keiner kann von sich irgendwie behaupten, er bekommt keinen Krebs, wenn man kein Hai oder ein Axolotl ist zum Beispiel. Wer ist das schon? Also ich habe mal gehört irgendwann, so die Berufsgruppe, die am stärksten betroffen sei, das seien die Gerüstbauer. Ist das heute noch so? Ich meine, wenn wir von Krebs und psychischen Erkrankungen sprechen, vielleicht weniger. Ja, also da gibt es sicher statistische Verschiebungen momentan, weil Gerüstbauer sich in der Regel nicht mehr eine Berufsunfähigkeitsversicherung leisten können, weil die eben sehr, sehr teuer ist, weil, ja, das ist jetzt auch, hat zum Teil damit zu tun, dass Gerüstbauer eben schon mit Schwindel oder sowas halt berufsunfähig sind,
aber auch damit, dass die Berufsgruppendifferenzierung in der Versicherung, also eben das Aufspalten von Risiken in immer kleinere Kollektive, dazu führt, dass die Zielgruppe Akademiker günstiger wird und da müssen dann eben andere teurer werden und deswegen sind Gerüstbauer da eher weniger drin. Aber grundsätzlich sagt man eher, dass alle Berufe, die mit Menschen und Schicksalen von Menschen zu tun haben, hauptsächlich betroffen sind, weil da die psychische Anfälligkeit bzw. die Rate der psychischen Erkrankungen höher ist als in anderen Berufsgruppen. Und deswegen sind es tatsächlich so soziale Berufe eigentlich, die höchsten Leistungsfallraten haben. Ja, das ergibt Sinn. Also das sind ja hohe Belastungen, denen die Leute Tag für Tag ausgesetzt sind. Und das ist schwer zu verkraften. Ja, wo wir gerade schon bei psychologischen Dingen sind. Mir sagte mal eine Versicherungsmaklerin so lapidar, einmal am Fax vom Psychologen vorbeigegangen, auf 10 Jahre nicht mehr versicherbar. Ist das wirklich so schlimm? Ja und nein, auch wieder hier. Tut mir leid, ich kann keine einfachen Antworten geben. Das macht nix. Hauptsache, es ist richtig. Ja, genau, okay. Also die Sache ist die, zum einen ist es nicht mehr so, es gibt noch 3 Versicherer am Markt, die tatsächlich bei psychischen Erkrankungen 10 Jahre zurückfragen. Da haben wir auch mit Ascor gibt es ein Tool, da kann man abfragen, welcher Versicherer fragt bei psychischen Erkrankungen wie weit zurück. Das ist dann so gelebter Verbraucherschutz, könnte man sagen, weil ich da eben nachschauen kann, wer fragt nur 3 Jahre zurück, wer nur 5 Jahre. Dann ist das zweite Ding, wenn ich tatsächlich bei einem Psychologen oder Psychiater war, dann wurde ich da behandelt und die Erkrankung ist dann schwierig irgendwie zu rechtfertigen. Und weil eben hauptsächlich psychische Erkrankungen zur Berufsunfähigkeit führen, wäre das dann wahrscheinlich ausgeschlossen oder, wenn es noch nicht lang genug her ist, eine Ablehnung. Aber es gibt ja auch viele Gefälligkeitsdiagnosen von Ärzten, dass die dann eben sagen, wenn ich da hingehe und sage, ich habe jetzt gekündigt und mein Chef ist ein Idiot und deswegen mag ich den nicht mehr sehen, kannst du mich 3 Wochen krank schreiben? Dann schreibt er da natürlich nicht rein, das Bein ist gebrochen, weil das kann man ja überprüfen, sondern der hat eine depressive Phase, Anpassungsstörung oder irgendwas anderes. Und da habe ich dann eine psychische Diagnose, von der ich wahrscheinlich sogar gar nichts weiß. Und wenn ich damit dann bei einer Risikovoranfrage zum Versicherer gehe und sage, okay, wie würdest du mich versichern mit dieser Vorerkrankung und mit einer Stellungnahme erkläre, da habe ich mich krank schreiben lassen, weil, und das war halt die Situation und tatsächlich habe ich die Krankheit nicht, dann könnte sowas ohne Ausschluss versicherbar sein. Ja, ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, wollte ich meine Tochter versichern und die hatte dann mal irgendwie Jahre zuvor bei einem Hautarzt eine Klangschalentherapie gemacht wegen Heuschnupfen. Prompt bekam sie einen Aufschlag. Da habe ich auch irgendwie gedacht, hoppla. Ja, also das ist ein Thema, also was mit Allergien und alles, was bei jungen Menschen als Vorerkrankung vorliegt. Da ist es dann so, dass der Versicherer eben nicht abschätzen kann, wie sich's entwickelt. Also das ist auch so ein Missverständnis in der Bevölkerung da draußen, weil der Arzt ja sagt, ich bin gesund in dem Moment, wo ich nicht mehr behandelt werden muss. Der Versicherer darf aber einmalig prüfen, wie sich mein Gesundheitszustand voraussichtlich in den nächsten vielleicht 40 Jahren, wenn ich mit 20 DB oder 27 DBU abschließe bis 67, wie sich da mein Gesundheitszustand entwickelt und ob das Risiko, berufsunfähig zu werden, hier höher ist. Und das ist genau das Thema. Deswegen sind die da auch so streng und sagen dann bei jungen Menschen, wo man noch gar nicht abschätzen kann, wie sich jetzt eine Allergie entwickelt, dann schließe ich es lieber aus, bevor ich das Risiko tragen muss, daran zu zahlen. Während es jetzt bei einem älteren Menschen, ich sage jetzt mal ab 30 so, da wäre es dann so, dass eine Allergie wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Ausschluss zu belegen ist, wenn es ein Bürojob ist und dann jetzt nicht gerade Gärtner ist oder sowas. Also ja, wie geht man dann im Allgemeinen damit um? Also ich meine, da gibt es ja mehrere Wege. Also vielleicht direkt nach der Geburt schon die Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, wo noch nichts vorliegt. Mhm. Man könnte auch einfach... Wenn das ginge. Ja, falsch, also dachte ich mir. Oder man könnte einfach sagen, ja, dann musst du als Kind eben, bis du versicherbar bist, musst du eben durchleiden, du darfst nicht zum Arzt. Und also ich denke an den Fall einer Bekannten von mir, die also mehrere Erkrankungen hat und jetzt also so irgendwie versucht, sich da durchzubeißen, weil sie aufgrund einer psychischen Behandlung, die etwas länger zurückgeht, ist ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Berufsunfähigkeit hat und die beißt dann jetzt die Zähne zusammen und versucht dann jetzt irgendwie die Frist dann rumzubringen. Sind das adäquate Strategien oder wie geht man mit sowas um? Also ich möchte jetzt da keine Anleitung zum Versicherungsbetrug geben, aber... Nein, das war doch nicht gefordert. auch hier ist es so, also
mal ganz kurz. Es gibt verschiedene Tools, die Vermittler nutzen können, um zu prüfen, welche Bedingungen sind gut. Und da habe ich auch eine jetzt mitentwickeln dürfen bei den Kriterien. Und da ist es dann jetzt eben so, dass wir auch abfragen, wie sind die Abfragezeiträume, wie lange wird bei psychischen Erkrankungen gefragt, wird bei Drogen nach Konsum oder nach Behandlung wegen Drogenkonsum gefragt. Und eine neue Frage haben wir jetzt, wird nach Beschwerden gefragt. Und das ist eben das Ding, die meisten Versicherer fragen tatsächlich nach Beschwerden. Und somit wäre es dann eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, wenn ich in dem Fall sage, ich habe keine Beschwerden. Das große Problem ist, das kann der Versicherer schlecht prüfen, aber, und jetzt kommt die kleine Anleitung zum Versicherungsbetrug, die bitte nicht so verstanden zu verstehen ist, aber es ist in der Regel so, dass die Kunden eben in dem Moment, wo sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollen, stark untertreiben, was ihren Krankheitswert also das, was sie eben an Vorerkrankungen haben, was das an Krankheitswert hat, und sagen, das ist nicht so schlimm, habe ich gar nicht und stimmt nicht und so weiter. In dem Moment, wo sie aber beim Arzt sind und sich krank schreiben lassen oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen, da sagen sie, das habe ich schon so lange und immer. Und da passiert es sehr, sehr häufig, dass zum Zeitpunkt vielleicht gar keine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vorläge, aber dann im Leistungsfall gesagt wird, das habe ich schon seit 7 Jahren und dann fällt es in den Zeitraum rein und somit ist es dann eine Vorvertraglichkeit. Also das ist ganz, ganz heißes Eisen jetzt da so und ganz unter uns gesagt, das hört ja keiner mit jetzt hier, aber dass auch dieses, wenn der Versicherer auf Beschwerden verzichtet, also nicht danach fragt, dann ist es ja immer noch so, dass es doch irgendwie nicht in Ordnung wäre, wenn ich jetzt schon total blutig irgendwie den Vertrag unterschreibe und mich noch nicht behandeln lasse. Einfach um den Vertrag abzuschließen. Da könnte dann der Versicherer immer noch sagen, das ist ein Verstoß gegen Treu und Glauben und der Vertrag kam niemals gültig zustande. Also ich persönlich bin stark dafür, da wirklich auch mit offenen Karten zu spielen und wenn ich Vorerkrankungen habe, die dann mit dem Versicherer zu klären und dann zur Not mit einer Ausschlussklausel dann diese Versicherung zu bekommen, weil selbst wenn ich einen Ausschluss für psychische Erkrankungen habe, das betrifft etwa 30% der Fälle, dann habe ich immer noch für 70% der Fälle einen Versicherungsschutz. Also das erscheint mir wichtiger. Ein Anwalt würde jetzt sagen, nee, der Versicherer fragt nicht danach und ich muss, so steht es ja auch im Versicherungsvertragsgesetz, nur angeben, wonach der Versicherer in Textform fragt. Und das ist hier nicht der Fall. Also der fragt ja nicht nach Beschwerden, also muss ich sie nicht angeben. Aber Anwälte haben auch Bock, vor Gericht zu gehen halt, aber ich nicht. Also deswegen ist das halt auch wieder so ein Ding. Aber da gibt es verschiedene Meinungen im Markt. Ich bin eher der Meinung, dass man da halt eben versuchen muss, einigermaßen auf Augenhöhe mit dem Versicherer das vorher zu klären und die Gesundheitsangaben offenzulegen und da alles anzugeben, wonach tatsächlich gefragt wird. Und bei Beschwerden das nicht so auszulegen, dass ich da blutig unterschreibe und denke, der Versicherungsschutz würde bestehen. Weil es gibt vielleicht dann da keine spontane Anzeigepflicht oder so, aber es gibt immer noch die eingebrachte Berufsunfähigkeit, also dass der Versicherungsfall schon so gut wie eingetreten ist vor dem Leistungsfall und das ist dann eben vor dem Versicherungsabschluss. Und da gibt es dann immer dieses Beispiel mit dem brennenden Haus. Aber das ist klar, aber die eingebrachte Berufsunfähigkeitsversicherung wäre dann ein Haus, das intakt ist, das in einem brennenden Wald steht. Und das ist halt auch abzusehen, dass da was passiert, deswegen ist sowas an sich nicht versicherbar. Ja, also ich höre so ein bisschen raus auch, dass man mit vorliegenden Beschwerden auch realistisch umgehen sollte. Also das heißt nicht unter, nicht übertreiben auch. Nicht übertreiben, sage ich mal, ist ja bei der Berufsunfähigkeit dann im eigenen Interesse. Ja, und dass man vielleicht Beschwerden, die man auskuriert hat, auch vielleicht auch eher dem Versicherer sagen sollte, also ich hatte das ist jetzt auskuriert. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass ich immer dem Versicherer mitteile, ab wann bin ich behandlungs- und beschwerdefrei. Oder wenn eine Behandlung vorliegt, dass ich dann genau das schildere und nicht schreibe, das mache ich bei Bedarf. Weil wenn ich unkonkrete Angaben mache, dann muss der Risikoprüfer sich ausdenken, was das wohl sein könnte. Und bei Bedarf bedeutet für ihn halt 3-mal täglich. Und dann nimmt er die Ausschlussklausel. Wenn ich aber sage, ich habe ein Asthma-Spray, eins liegt im Auto, eins im Büro und wenn es abläuft, hole ich mir ein neues auf Rezept. Dann
kann man erstmal ohne Ausschlussklausel versichern. Aber wenn ich angebe bei Bedarf, dann muss der Risikoprüfer vom Schlimmsten ausgehen und nimmt lieber den Ausschluss. Also das heißt, wenn ich Beschwerden habe und mich um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmere, am besten mit dem Versicherer auch sprechen, so wie man eigentlich, ja, über die Dinge sprechen und möglichst ausführlich eigentlich auch sprechen und versuchen zu vermitteln. Ich habe das im Griff, da besteht keine Gefahr, wenig Gefahr oder so, oder dem Versicherer helfen, mein persönliches Risiko besser einzuschätzen, würde es mal so formulieren. Ganz genau, das trifft's. Und nicht dumm ist es, wenn man sich da einen Vermittler an Bord holt und den dann über eine anonyme Voranfrage das Ganze machen lässt, dass er dann bei verschiedenen Versicherern nachfragt, wie ist das versicherbar? Und tatsächlich ist es so, dass da immer wieder die wildesten Sachen passieren, dass der eine, jetzt mal nur ein blödes Beispiel, aber wenn du halt eben angibst, du bist Taucher und du tauchst bis zu 30 Metern und mit so einem Gasgemisch, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, bin kein Taucher, aber wenn du da einen Risikoprüfer hast, der eben gerade halt irgendwie den weißen Hai gesehen hat, dann sagt er halt, nee, auf keinen Fall, ist viel zu gefährlich. Wenn du da aber einen hast, der selber Taucher ist, dann sagt er, 30 Meter mit dem Gasgemisch ist überhaupt kein Thema, das kann ich glatt, ja, ist überhaupt kein Thema. Also da sitzen auch Menschen und wenn die diese eigenen Erfahrungen haben, dann gibt es da ganz unterschiedliche Annahmen und das ist dann schon spannend zu sehen und sowas kann man dann eben über eine anonyme Risikovoranfrage über einen Vermittler eben ganz gut eintüten. Guter Tipp. Also, wenn ich jetzt mal es geschafft habe und endlich diese Berufsunfähigkeitsversicherung habe, mein Leben verläuft ja nicht immer linear, also die Zeiten ist vorbei, dass man, was weiß ich, bei uns hier in der Gegend mit 20 zu Opel ging und mit 65 in Rente. Über was, welche Art von Veränderung muss ich denn den Versicherer am Ende informieren? Muss ich dann jedes Mal, wenn ich einen Schnupfen habe, ihm einen Brief schreiben? Nee, ne? Nö, gar nichts. Also tatsächlich ist die Anzeigepflicht getan, wenn der Antrag gestellt und der Vertrag policiert wurde. Damit ist alles in trockenen Tüchern. Es gibt noch zwei Versicherer, glaube ich, am Markt, die das Rauchverhalten nachgemeldet haben wollen. Aber so bei den großen Versicherern, die einem sofort einfallen würden, die machen das schon lange nicht mehr. Da muss ich gar nichts nachmelden. Aber es gibt mittlerweile eine sogenannte Bessererstellungsoption, die häufig in den ersten 5 Jahren greift. Was dann sinnvoll ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler bin und Schüler ist von der Berufsgruppe her eher so durchwachsen, sage ich mal. Aber wenn ich dann Abitur mache, studiere und einen akademischen Beruf ergreife, dann kann ich auch trotz des höheren Alters da günstiger versichert werden. Oder wenn ich eben als Azubi in der Schreinerei anfange und dann den Meister mache, dann bin ich auch günstiger versichert. Und da kann ich dann eben prüfen lassen, ohne erneute Gesundheitsprüfung besser versichert zu werden, also günstiger. Okay, aber wie ist es? Ich meine, bleiben wir mal bei den Gerüstbauern. Ich arbeite für die Gerüstbaufirma im Büro und nach 3 Jahren beschließe ich, ach, es ist doch viel besser draußen, ich gehe jetzt raus und baue jetzt künftig Gerüste. Und dann werde ich berufsunfähig und dann sagt der Versicherer, hier, du warst doch Bürokraft. Ja, das ist das Problem des Versicherers tatsächlich. Also ich finde das ziemlich lustig, wenn man sich die durchwachsenen Erwerbsbiografien von jungen Menschen heutzutage anschaut. Bin ich ein großer Fan. Ne? Du studierst und nach dem Studium denkst du, ich mache jetzt erstmal dann halt Work and Travel. Und angenommen, du hängst dann auf einer Baumwollplantage fest oder erntest Kaffee oder sowas in Bogota, weil das cool ist und so. Und kannst dann das nicht mehr machen. Also kannst das nur noch zur Hälfte ausüben. Dann bist du berufsunfähig erstmal und kannst Berufsunfähigkeitsrente beantragen, obwohl du die Beiträge eines Studenten zahlst. Das ist tatsächlich das Risiko des Versicherers. Okay. Mal ein bisschen konkret zu Zahlen. Also wie gut soll ich mich denn bei einer Berufsunfähigkeit denn eigentlich absichern? Okay, da ist es, es gibt eine Faustformel, die halte ich aber so ein bisschen für, das ist von der Stange quasi. Also man sagt immer, man soll 60% vom Brutto absichern, das Ganze bis Ende Alter 67 und am besten noch eine Beitragsdynamik reinmachen, um die Inflation auszugleichen, so 3% Beitragsdynamik. Aber tatsächlich halte ich es für wichtig, wenn man schon in einem fortgeschrittenen Alter ist, und da meine ich jetzt so 30 oder so, wo man einige, ja, ich weiß, ich bin ja selber schon, ne? Entschuldigung, meine Kinder sind so alt. Ja, naja, das ist aber echt halt, ja. Okay, auf jeden Fall, wenn man in einem aktuarisch ermittelt fortgeschrittenen Alter ist, wo man schon weiß, okay, alles klar, das sind Kinder oder es kommen bald Kinder, ich finanziere gerade eine Immobilie oder so, das ist ja der Peak an Ausgaben, den ich in meinem Leben jemals haben werde. Und da ist es dann Quatsch zu sagen,
diese Ausgaben sichere ich jetzt bis 67 ab, sondern es ist besser zu schauen, wie lange dauert es denn, bis meine Kinder selber verdienen? Sind die jetzt eher schlau und werden Doktor und dann muss ich die bis 30 halt irgendwie mitfinanzieren oder werden die früher wahrscheinlich eine Ausbildung machen und so? Das ist natürlich alles spekulativ, aber nichtsdestoweniger ist es bei mir jetzt zum Beispiel so, meine jüngste Tochter ist 30, wenn ich 61 bin. Und deswegen ergibt es überhaupt keinen Sinn, die Ausgaben für meine Töchter länger abzusichern als bis zu meinem 61. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung bis zum 60. kostet ziemlich genau die Hälfte einer Berufsunfähigkeitsversicherung bis zum 67. Deswegen kann ich mir da schon mal Geld sparen, wenn ich es will. Dann gibt es die anderen Ausgaben für Immobilien oder die, die ich für mich selbst habe, die ich dann Leben lang habe. Und da kann ich dann aber auch sagen, Berufsunfähigkeitsversicherung leistet, wenn ich in meinem Beruf bloß noch zur Hälfte arbeiten kann aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt auch Versicherungen, die leisten erst, wenn ich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Und da sage ich persönlich, da bin ich ja auch fein damit, weil ich würde ja umschulen und ich habe selbst umgeschult schon. Ich war vorher Lehrer und habe dann umgeschult zum Versicherungsmakler, habe ich finanziell alles irgendwie gepackt. War wahrscheinlich nicht sehr geil damals, aber ich habe es geschafft. Und das können andere Menschen auch schaffen, wenn ich das kann. Und deswegen ist das noch ein Risiko, das ich selber tragen würde. Und dann kann ich ja für das andere, wenn es dann zu teuer wird, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung machen, die deutlich günstiger ist für die meisten Berufsgruppen als jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, und jetzt, das Wichtigste ist ja, was kostet so eine Versicherung eigentlich? Kann man das eigentlich so allgemein sagen, weil es hängt ja von so vielen Faktoren ab? Ja, ganz genau. Also es hängt ab vom Eintrittsalter, es hängt vom Beruf ab, es hängt von der Laufzeit ab, es hängt vom Umfang ab, es hängt von den Klauseln ab. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, dass ein Akademiker, und das wird jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn man es nicht checkt, dann bitte gleich melden, ein Akademiker muss ungefähr 2 Jahre lang Rente bekommen, damit er die Beiträge drin hat, die er bis 67 zahlen muss. Ja? Und das ist ziemlich egal, wann er eintritt, weil mit 20, dann ist der Beitrag über die Laufzeit günstiger, wenn er mit 40 erst kauft, dann ist der Beitrag halt höher, aber wenn der 1.000 Euro versichert, dann sind es ungefähr 24.000 Euro, die er über die Laufzeit zahlt, roundabout, als Akademiker. Der Handwerker zahlt, also der muss dann ungefähr 6 Jahre das beziehen, die Rente, damit der dann das Ding hat. Also das ist ungefähr der Faktor 3, dessen Handwerker mehr zahlt als der Akademiker. So könnte man das ungefähr sagen. Naja, das Beste an der Versicherung ist ja immer, wenn man sie nicht in Anspruch nehmen muss. In Anspruch nehmen ist ein gutes Stichwort. Hört man ja auch viel. Also man schließt eine wunderbare Versicherung ab, tipptopp, alles Leistung, wunderbar. Dann tritt der Fall ein, man geht im Versicherer und der sagt der Versicherer, April, April, nee, ich zahle nicht. Passiert das oft? Also die sagen selten April, April, das habe ich jetzt so noch nicht gelesen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich selbstständig alleine meine Berufsunfähigkeitsversicherung beantrage, mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern werde. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Versicherer böse sind. Das lässt sich dann gerne halt so darstellen, weil dann habe ich wenigstens ein Feindbild. Aber tatsächlich ist es in etwa so halt, ich kann jetzt auch nicht halt irgendwelchen Autoherstellern unterstellen, dass ihre Autos Mist sind, weil wenn ich sie repariere, gehen sie kaputt. Ja, da brauche ich einen Mechaniker und der repariert und dann laufen die auch wieder. Und im Leistungsfall brauche ich auch jemanden, der sich damit auskennt, worauf ich achten muss. Ich muss nämlich eine Krankheit nachweisen, das macht ein Arzt. Dann brauche ich eine Tätigkeitsbeschreibung, die ich machen muss, in der ich darstelle, was ich zuletzt in meinem ausgeübten Beruf gemacht habe. Und dann muss ich beweisen, dass ich die Tätigkeit nur noch zur Hälfte ausüben kann. Jetzt werden Sie schon mal nicht unbedingt genau wissen, wie soll so eine Tätigkeitsbeschreibung aussehen. Und selbst wenn Sie es wüssten, was wäre denn die Hälfte? Na, und da sagen dann die meisten halt, ja, 4 von 8 Stunden, das stimmt aber so gar nicht. Angenommen, cooler Leistungsfall, eine Sachbearbeiterin in irgendeinem, ich glaube, das war auf einer Gemeinde sogar, die läuft jeden Morgen runter in den Keller, weil da ist die Poststelle, holt sich ihre Akten, geht damit hoch in ihr Büro und bearbeitet diese Akten. Das ist ein Altbau, deswegen gibt es keinen Aufzug und sowas. Die hat einen Knieschaden, kann deswegen nur noch Treppen steigen, wenn sie sich festhält, kann also nicht mehr diese Akten hochtransportieren. Zeitlich fehlen da 5 Minuten von der Arbeitszeit. Aber wenn sie diese Akten nicht hochtragen kann, kann sie auch nichts bearbeiten den ganzen Tag. Deswegen ist diese Dame zu 100% berufsunfähig. Der Versicherer darf nicht verlangen, dass sie irgendjemanden sagt, er soll die Akten für sie tragen, weil sie ist nicht weisungsbefugt als Angestellte. In der Tatsache, also in echt sieht es natürlich so aus, sie bezieht BU-Rente, aber hat einen Kollegen gesagt, bitte trag mir jeden Morgen die Sachen hoch und dann arbeite ich weiter.
Aber der Versicherer muss so tun, als würde sie es nicht machen, deswegen muss er leisten. Wenn das ein Leistungsfall wäre, den diese Dame alleine gestellt hätte, dann hätte der Versicherer gesagt, ist nicht die Hälfte, wir leisten nicht, und die hätte dann nicht angefangen, über das Arbeitsergebnis zu argumentieren, anstatt über die Zeitschiene zu gehen. Deswegen, wenn du da alleine bist, dann hat der Versicherer halt schon eine Oberhand. Und wenn der Versicherer gerade nicht gut gelaunt ist, dann hilft er dir nicht. Normalerweise bieten mittlerweile alle Versicherer viele und gute Maßnahmen an, dich zu unterstützen, weil der Leistungsfall ist nicht so teuer, wie der Reputationsschaden tatsächlich für die Versicherer ist, weil das mittlerweile ja vollkommen klar ist. Jeder Versicherungsfall, der nicht gezahlt wird, gibt es einen riesen Shitstorm. Ja, und die Leistungsquoten liegen bei ungefähr 80-90% tatsächlich. Also da wird sehr, sehr viel geleistet. Und dann gibt es sicher auch gerechtfertigte Ablehnungen, wo man sagen muss, okay, da bekommst du jetzt halt leider nichts, weil wir können dich irgendwie umorganisieren, weil du selbstständiger bist. Deswegen glaube ich, in der Regel wird geleistet, wenn du die Unterstützung holst. Und das ist auch so ein Ding, wo wir halt jetzt dann sagen bei der Fondsfinanz, die Vermittler, die über uns einreichen, die bekommen kostenlos einen Experten gestellt, der den Leistungsantrag dann stellt. Das ist auch wieder einfach nur gelebter Verbraucherschutz, wo wir sagen halt, du kannst ja das nicht am Kunden dann irgendwie den Kunden ausbaden lassen, bloß weil der Vermittler jetzt auch nicht unbedingt der Experte für den Leistungsfall ist. Weil es ja auch wieder, das hat ja mit Jura zu tun, was du da wissen müsstest, mit Gesetzen, mit Urteilen, die du da vielleicht heranziehen kannst. Und das kann eigentlich ein Vermittler so nicht leisten. Der soll seine Produkte kennen und Bedarf ermitteln können. Und an der Stelle braucht er dann auch Unterstützung. Also im Grunde mal schauen, wer mir da helfen kann, und im Fall, dass es vielleicht doch zu einer Ablehnung kommt, dann einmal tief durchatmen und mit dem Versicherer das Gespräch suchen, oder? Ja, das kann man machen. Das ist immer erstmal gut, das Gespräch mit dem Versicherer suchen und fragen, ob er vielleicht unterstützen kann. Weil dann ist es auch so, es gibt Außenregulierer, die kommen dann und die helfen tatsächlich. Also es ist wirklich nicht, also es wären Ausnahmen, dass der dich dann halt irgendwie so übers Ohr haut, dass er gerade gar nicht mehr zahlen muss. Mhm. Aber dann holst du dir halt einen spezialisierten Anwalt, und da bitte einen spezialisierten Anwalt, weil wenn du eben den Anwalt holst, der bei dir im Dorf ist, der nichts weiß von Berufsunfähigkeit, dann hast du auch wieder ein echt extremes Ungleichgewicht, weil die Anwälte auf der anderen Seite sind stark spezialisiert auf das Thema. Und da, die lassen dich dann am ausgestreckten Arm verhungern halt, weil die ist einfach, die wissen viel mehr, und da hast du dann auch keine Chance. Deswegen spezialisierten Anwalt holen, wenn Gespräche nicht weiterführen mit dem Versicherer, und dann bekommst du in der Regel deine Leistung. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich, also die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet in vielen Fällen, wo ich sage, die müsste überhaupt nicht mehr leisten. Das ist schon viel zu gut. Also jetzt diese Angestellte, die da Geld bekommt, obwohl sie weiterarbeiten kann, ist das wirklich notwendig, dass sie das Geld bekommt? Ich freue mich für sie halt, aber notwendig ist es nicht. Aber die BU-Bedingungen sind eben so. Ja. Verstehe. Ja, Berufsunfähigkeit ist ja das eine. Was gibt es denn eigentlich noch zu Alternativen, die vielleicht günstiger sind, und für wen sind sie günstiger? Also alternative Policen, vielleicht gibt es auch ein Kombiprodukt oder Gruppenversicherung oder irgendwas. Gibt es da sowas? Also Kombiprodukte würde ich immer erstmal außen vor lassen, weil das selten die beste Lösung für beides ist. Das ist wie, keine Ahnung, es gibt einen Autohersteller, der macht auch Pfeffermühlen. Ich glaube, die Pfeffermühlen sind gut, die Autos nicht so. Und also deswegen, das ist das nie so, jetzt dass, mal nicht hören. Dass einer beides kann, halt, das ist echt, echt selten. Deswegen würde ich Kombiprodukte erstmal außen vor lassen. Gruppenverträge, also über die betriebliche Altersvorsorge, gibt es die Möglichkeit, in vielen Unternehmen das zu machen. Das ist dann deutlich günstiger, weil es eben aus dem Brutto bezahlt wird und dann eben also nicht noch versteuert werden muss. Und da gibt es dann Steuerstundungseffekte. Im Leistungsfall müsste dann natürlich die Berufsunfähigkeitsrente voll versteuert werden, und auch Sozialversicherungsbeiträge müssen voll abgeführt werden. Aber das ist erstmal günstiger. Eine gute Alternative für Handwerker eben wäre eine Kombination aus Erwerbsunfähigkeitsversicherung und einem Krankentagegeld, weil das Krankentagegeld sofort leistet, wenn ich krankgeschrieben bin, also nach 42 Tagen, aber das ist, nachdem die Lohnfortzahlung eingestellt wird, eben sofort. Und die Erwerbsunfähigkeitsversicherung leistet dann, wenn ich nicht mehr umschulen kann. Die ist eben deswegen günstiger, weil der Leistungsauslöser erst später ist. Also nicht, wenn ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann, sondern wenn ich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Aber auch, weil es eben in der Berufsunfähigkeitsversicherung viele, viele Berufsgruppen gibt und dadurch die Kollektive kleiner sind und dann Handwerker nur mit anderen Handwerkern zusammen sind und vielleicht sogar Gerüstbauer bloß noch mit Dachdeckern und anderen Hochrisikoberufen zusammen sind. In der Erwerbsunfähigkeitsversicherung gibt es vielleicht 2 bis 4
dieser Berufsgruppen. Und damit sind es dann größere Kollektive. Da ist dann auch der Gerüstbauer mit einem Mechatroniker noch in der Gruppe. Und deswegen ist er da auch günstiger. Dann gibt es Alternativen, die aber mit Vorsicht zu genießen sind. Also die Grundfähigkeitsversicherung hat keinen Bezug zum Berufsleben. Die leistet, wenn bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren gehen. Da, wenn ich aber eine Arbeitsunfähigkeitsklausel dazu mache, die leistet, wenn ich 6 Monate krankgeschrieben war, dann ist es wieder was, wo ich sage, okay, dann leistet die ja auch in dem Moment, wo ich nicht mehr arbeiten kann für längere Zeit und das dann rückwirkend. Damit kann ich dann auch leben, weil ich dann in der Zeit umschulen kann. Die sind meistens zeitlich begrenzt auf 24 Monate, diese AU-Klauseln. Bei den Grundfähigkeiten selber ist es so, dass da zum Beispiel Heben und Tragen versichert ist. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich eine neue Heizung bekommen habe und dann wurden zweimal 280 Kilo erst aus dem Keller hoch und dann wieder runtergetragen. Habe ich mich erstens gefragt, wieso baut man Heizung in den Keller? Ist doch bescheuert. Aber wenn ich denen jetzt sage, hey, passt mal auf, das ist eine Grundfähigkeitsversicherung, Heben und Tragen ist versichert, findet ihr das cool? Dann sagen die, ja, das finden wir sehr cool. Wenn ich dann aber sage, in den Bedingungen steht 5 Kilo, 5 Meter weit tragen, kommen die sich vielleicht ein bisschen auf den Arm genommen vor. Also das könnte nur sein. Und das ist dann eben, wenn das der Vermittler nicht erklärt, dann kommt eben dann halt ein Heizungsinstallateur und sagt, ich kann nicht mehr heben und tragen, bitte, ich brauche jetzt Leistung. Und dann sagt er, ja, kannst du noch 5 Kilo, 5 Meter weit tragen? Dann sagt er, ja, freilich, aber ich kann keine 280 Kilo mehr die Treppe runtertragen. Das ist dann eben ein Mismatch zwischen dem, was tatsächlich versichert ist und was die Vorstellung von dem, was versichert ist, im Kopf des Kunden. Es gibt noch Dread Disease, die leisten bei schweren Krankheiten, die sind deswegen gut, weil sie sehr schnell leisten. BU ist ja ein Prognosezeitraum von 6 Monaten, den ich BU sein muss. Dread Disease sind 14 Tage, die ich überleben muss. Also es sind sehr, sehr schwere Krankheiten, die ich haben muss. Wenn ich 14 Tage überlebt habe, dann gibt es da Geld. Klassiker sind Herzinfarkt und Krebs. Und das ist mittlerweile so, dass es eine gute Heilungsmöglichkeiten gibt und eine große Überlebenswahrscheinlichkeit gibt. Und da bekomme ich dann, keine Ahnung, was ich halt versichert, 2, 3, 4, 500.000 Euro. Die darf ich behalten, auch wenn ich halt dann wieder geheilt bin. Und dann kann ich langsamer, kürzer treten. Genau, und dann gibt es noch Pflegetagegeld zum Beispiel, das ist dann aber halt eher sowas, wo ich sage, das ist schwierig, weil in jungen Jahren wirst du allein wegen der Stigmatisierung nicht unbedingt einen Pflegegrad anfordern, sondern du wirst einen Behindertengrad anfordern und sonst irgendwas, aber dass du dich dann pflegebedürftig testen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Deswegen eher was fürs Alter. Herr Wenzel, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, war sehr informativ. Sehr, sehr gerne, immer wieder gern. Jan, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, ich fand interessant, was er jetzt alles gesagt hat und besonders, dass er dafür geworben hat, was eigentlich ja irgendwie selbstverständlich ist, lasst uns miteinander reden. Gegenüber Versicherungen macht man das jetzt vielleicht eher seltener, also ist da immer viel mit im Spiel, viel Bürokratie wahrscheinlich auch verbreitet, aber warum eigentlich nicht? Warum sollte man nicht erstmal versuchen, miteinander zu reden und da mehr rauszufinden? Ja, und ich finde interessant, wie komplex das ganze Thema eigentlich ist. Je mehr man sich beschäftigt, umso mehr Facetten hat es. Und auch, was sich so gegenüber früher so gewandelt hat. Die BU-Versicherung hat man so gedacht, die braucht der Handwerker, der sich im wahrsten Sinne des Wortes krumm schafft. Sondern es geht heute viel mehr um psychische Belastung. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass vor 50 Jahren ein Mensch mit psychischen Problemen einfach nur als Irrer gegolten hat und deswegen jeder die Zähne zusammengebissen und das alles verdrängt. Insofern ist das heute sogar eine Verbesserung, auch wenn das jetzt in puncto Berufsunfähigkeit natürlich vielleicht sogar zu mehr Fällen führt. Da sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Martin, was hast du uns heute Schönes mitgebracht? Mal was ganz Entspanntes. Ein Bierchen. Nein, viele Bierchen. Wirklich? Also ich kann dich sehen, Martin, und jetzt im Moment reichst du mir gerade nichts hinüber. Also was ist los, worum geht's? Ja, tut mir leid. Also keine Dose, kein Fläschchen, zu früh gefreut. Ist vielleicht auch zu früh für ein Bier heute Morgen. Ja, nee, es geht um eine coole Geldanlage. Um Bieraktien? Nee, viel zu simpel. Es geht mehr um Kryptobier. Oh, Kryptobier, davon musst du uns jetzt mal Näheres erzählen. Ja. Yeah. War das ein Genuss, das zu trinken? Nein, weil gibt's noch nicht. Also kann man noch nicht trinken. Aber es geht um ein NFT-Projekt namens Magical Beer Box. NFTs sind ja zur Erinnerung digitale Eigentumszertifikate, wobei deren rechtliche Grundlagen eigentlich so noch so ein bisschen dünn sind. Ja, jedenfalls will die Meta Brew Society, so heißt der Laden, ein bisschen mehr Umdrehungen in die NFTs bringen.
und bringt also diese Magical Beer Box raus. Und diese Beer Box repräsentiert einen auf der Blockchain verankerten Gutschein für eine Box mit 20 Dosen Bier. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welches Bier. Jedes Quartal kommt eine Dose dazu. Das ist sozusagen über das Jahr ein Zinscoupon von 20% und es gibt dafür eine Garantie über 10 Jahre. Und diese Magical Beer Box kostet 15 Euro. Wer 10 Boxen kauft, kriegt eine gratis und wer 100 kauft, sogar 20 gratis dazu. Okay, das klingt ganz spannend. Ich muss aber zugeben, du hast mich jetzt noch nicht ganz davon überzeugt. Das klingt ein bisschen wie Lieferdienst oder ein Gutscheinservice. Aber in der Tat ist Krypto ja doch nicht so ganz so wertlos, wie man das manchmal hört. In der Tat, ja. Und mit einem kräftigen Prost endet unsere dieswöchige Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch mal wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute, Prost und machen Sie was aus Ihrem Geld.